Hallo, herzlich willkommen zu einem Preview von 15.2 vom neuen Vorschaufenster und von den neuen Gilden-Features. Wir fangen direkt an, und zwar kam ja gestern auch noch hier die Änderung der Gilde raus, da komme ich allerdings im zweiten Teil drauf zu. Wir fangen erstmal an mit dem Vorschaufenster, was ja aktualisiert wurde. Und zwar kann man jetzt nicht nur Rüstung und sowas anschauen, sondern auch Emotes. Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier dieses unterhaltsame Missgeschick anschauen. Wir sehen, das funktioniert super. Ist zwar ein bisschen von der Höhe verbuggt, aber es funktioniert. Drehen kann man leider jetzt nicht mehr so. Man muss jetzt hier über... Wie kann man jetzt hier drehen? Okay, so geht's nicht. Das ist rückgängig, okay. Würde ich selber mich noch ein bisschen reinfinden. Hier zum Beispiel ein Party-Java. Okay, der geht nicht. Okay, das war jetzt Zufall. Geht das? Ne, das geht auch nicht. Okay, es gibt natürlich Sachen, die nicht gehen. Zum Beispiel diese komischen Spielzeug-Emotes hier. Geht das? Nein, das geht auch nicht. Okay, ich weiß zwar nicht, was das jetzt hier bedeutet. Das geht leider nicht. Wir können so auch hier zum Beispiel die Waffe ziehen. Wir können laufen. Ach, so kann man drehen. Ah, jetzt geht's. Rechte Maustaste, wie in dem... Ah, okay, das ist wie in der 3D-Modelsteuerung. Okay. Jetzt habe ich es verstanden, obwohl es eigentlich in der 3D-Modelsteuerung andersrum ist. Eine 3D-Modelsteuerung ist nämlich Rechtsklick bewegen und ja, Linksklick drehen. Okay, die können wir wieder stoppen. Waffe können wir komischerweise gerade nicht ziehen. Das gleiche geht natürlich auch für den Gefährten. Wir können auch die Rüstung zum Beispiel ausziehen. Eigentlich ging das. Ist wohl noch ein bisschen verbuggt. Dann machen wir es einfach mal so und so. Okay, das geht gerade nicht. Weiß ich selber gerade nicht, warum es nicht geht. Jetzt können wir auf jeden Fall mal die Waffe ziehen. Genau, das geht auch. Okay, jetzt kann ich auch drehen. Keine Ahnung, war wahrscheinlich gerade ein Bug. Okay, aber das rausmachen geht immer noch nicht wirklich. Im Test hat es funktioniert, aber es ist wie gesagt noch im Test. Von daher kann es sein, dass hier noch ein paar Bugs sind. Hier kann man zum Beispiel den Gleiter noch testen. Leider habe ich jetzt gerade keinen Gleiter dabei. Geht es so auch? Nein, das geht natürlich nicht. Ja, aber auf jeden Fall das neue Forscherfenster, relativ interessant. Ihr beide werden immer wegmachen. Besser. Und ja, eigentlich kann man das ja auch noch ausziehen, die Rüstung. Leider geht es jetzt gerade nicht. Dann kommen wir noch zu den Gilden-Funktionen. Wenn ihr in einer Gilde seid, ich bin jetzt hier schon Gildenmeister in einer, die habe ich irgendwie mal übernommen, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, können wir hier mal mit, na so nicht, wenn das Fenster offen ist, geht's nicht, mit Doppelklick hier auf das Icon gehen. Dann haben wir einmal ein großes und ein kleines Icon. Und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen, die wir auswählen können. Verschiedenes Aussehen, zum Beispiel hier so ein Stern oder sowas hier. Es gibt da extrem viele Varianten. Und ja, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Denn die ganzen Varianten kann man natürlich auch wieder als, ja, Dateifilm. Man kann ja auch so ein Credit-Zeichen machen. Sowas hier. Also gibt sehr viele Optionen. Es werden natürlich auch noch welche dazukommen. Und hier kann man jetzt auch noch hier die entsprechenden Hintergrundfarben ändern. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schönes männliches Pink mache. Nein. Ja. Können wir auch jetzt hier so die Farbe ändern, zum Beispiel so. Hier sehen wir dann auch den entsprechenden Code. In Hexadezimal. Das kennen wir ja schon, das habe ich euch ja schon im dem einen Video erklärt. Hier können wir auch nochmal die Farbe ändern, zum Beispiel so. Machen wir jetzt einfach mal hier irgendwas. So. Sieht es nicht schön aus oder so. Und wenn ich jetzt hier auf Commit klicke, dann sehen wir, das Ganze kostet extrem viele Credits. Ja, das ist ein riesengroßer Nachteil. Wir müssen dafür 1 Million Credits aus der Gilde bezahlen. Und ja, das Ganze werde ich jetzt hier natürlich nicht machen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Mit Cancel können wir das Ganze wieder rückgängig machen. Dann ist es wieder so, wie es vorher war. Und wenn wir jetzt hier wieder auf das Icon klicken, können wir wieder das hier wählen. Kann ich auch verschiedene Dinge wählen? Ah, guck mal. Kann ja auch verschiedene Ränder noch wählen. Muss natürlich irgendwas wählen, was auch passt. Zum Beispiel das würde theoretisch passen. Das hier theoretisch eigentlich auch noch. Das hier jetzt nicht mehr so. Nehmen wir einfach mal hier das Standardteil. Und dann hier zum Beispiel sowas hier. Das sieht auch nicht schlecht aus. Genau. Und dann kann man jetzt hier die Farbe ändern. Hier nochmal hier die Dinge. Also man kann sich hier ein bisschen austoben. Und hier die entsprechenden Farben, wie man es halt eben haben möchte. Natürlich hier aus allen möglichen Farben. Also Rot, Grün und Blau ergibt sich ja Weiß. Das weiß ja jeder hoffentlich. Das sind die drei Grundfarben im Bildschirm. Im normalen Farbsystem wäre es ein bisschen anders. Da wäre es Rot, Gelb und Blau. Zack, hier. Das könnte ganz gerne damit Commit speichern. Und mit Cancel können wir es wieder rückgängig machen. Sonst hat sich eigentlich nichts verändert. Und ja, also Doppelklick auf das Icon, dann könnt ihr das hier ändern. Ja. Republik-Icon könnte man theoretisch auch machen, wenn man es haben möchte. Und natürlich auch wieder farblich ändern. Also ganz interessant. Und ich hoffe mal, dieses kleine kurze Video hat euch geholfen. Wir können aber ganz kurz in den Explorer gehen. Hier können wir uns auch nochmal die ganzen neuen Icons anschauen.
Ich mache das Ganze jetzt einfach mal, also hier ist zum Beispiel 1, das hier werden diese Hintergrundflaggen. Ich kann ja einfach mal alle durchgehen, die es hier gibt. Zack. Gut, das hier ist jetzt, glaube ich, was anderes. Hier auch nochmal eine der neuen Kristalle. Ups, jetzt habe ich versehentlich gescrollt hier. Dann hier auch nochmal so ein Banner. Hier nochmal so ein neuer Vogel. Ja, gehört eigentlich mehr zum Data Mining, aber ich habe es jetzt mal hier mit reingetan. Vielleicht tue ich es beim Data Mining auch nochmal mit rein. Hier das Kartellmarkbild von dem Vogel. Wahrscheinlich ein neues Haustier sein, vermute ich jetzt einfach mal so. Ja, auch nochmal eine Flagge. Das hier ist einfach mal gar nichts. Gut, auch nochmal hier. Das sind die ganzen Icons, die es gibt. Gut, das ist ja gerade natürlich nicht. Hier auch nochmal so ein Vogel. Ein Mond. Keine Ahnung. Hier auch noch wieder so ein Hintergrund. Und hier wieder so ein Stern. Einige sind natürlich jetzt hier auch doppelt drin. Hier ist auch noch ein neues Waffentuning. Kristall-Icon. Und ja, hier nochmal so ein silberner Hintergrund. Und ja, das sind so gesehen alle Dinger. Hier hat man natürlich auch noch andere Sachen mit drin. Ich habe jetzt hier mal alles reingenommen, was irgendwie neu ist. Von daher gibt es natürlich jetzt hier extrem viele Dateien. Kann man sich jetzt hier mal durchtoben. Auch hier wieder so ein Vogel- und Waffentuning. Sterne, Viereck, dieses Dings da hier, so ein Kreis. So ein Zeichen, das Credit-Zeichen, haben wir auch noch das Imperium-Zeichen. So ein Zeichen hier. In verschiedenen Größen natürlich auch für das. Es gibt ja einmal dieses große Fenster, dann aber das kleine Fenster. Ja, gut, kann man sich jetzt hier durchklicken. Auch wieder hier mehrere Waffentunings. Hier auch nochmal so ein Zeichen mit verschiedenen Symbolen. Und wie gesagt, das kann man dann in-game anpassen. So, und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe mal, dieses kleine Video hat euch gefallen und geholfen. Und ja, ich hoffe mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Update gefällt. Und ich würde sagen, dieses kurze Video ist auch schon vorbei. Bis bald und ciao.